Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Diesmal, wie ihr bereits erkennen konntet, von der Demo im und am Hambacher Forst am 6. Oktober. Ja, ich war einer der 50.000 Demonstranten und ich möchte euch davon berichten. Schon im Bus zur Demo wurden erste Liedtexte angestimmt, die dann auch auf der Demo immer wieder zu hören waren. Die Stimmung war friedlich und ausgelassen, gerade weil wir auch etwas zu feiern hatten. Ein Tag zuvor wurde unsere Demo, wie glaube ich allgemein bekannt, erst von der Polizei abgesagt und später vom Verwaltungsgericht Aachen genehmigt. Zudem hat das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen über einen vorläufigen Rodungsstopp im Hambacher Forst entschieden. Auch wenn dadurch der Druck ein wenig gesenkt wurde, war das ein weiterer Grund für alle Demonstranten zu feiern. Schon beim Hinlaufen zur Kundgebung habe ich Aktivisten mit Holzpaletten gesehen. Obwohl ich den Neuaufbau von Baumhäusern nicht direkt gesehen habe und dies deshalb auch nicht bestätigen konnte, so lag es doch sehr nahe, dass erneut Baumhäuser gebaut wurden. Was ich jedoch direkt gesehen habe, war der Aufbau von Straßensperren im Hambacher Forst. Auf dem Platz vor der Demo waren viele Musiker, ob Trommler, Klavierspieler oder Sänger. Dadurch war die Stimmung irgendwie idyllisch, wenn nicht der Tagebau im Hintergrund zu sehen gewesen wäre. Auch der Bauernverband Demeter war vor Ort und ich muss wirklich sagen, der Spruch, wer seinen Enkeln eine Grube gräbt, hat mir am besten gefallen. Im Wald dann hat man teilweise noch Reste von Baumhäusern oder auch Sägespäne gesehen. An einigen Bäumen waren Bilder von Aktivisten oder Texte angebracht. Trotzdem war auch hier die Stimmung wunderschön. Und Vorwürfe, wir hätten durch diese Demo jede Menge Dreck im Wald hinterlassen und alles platt getrampelt, kann ich nur zurückweisen. Die meisten Demonstranten sind auf den Wegen geblieben und auch Müll habe ich im Vergleich zu anderen Wäldern wirklich überhaupt nicht gesehen. Deshalb nochmal ein fettes Dankeschön an die Veranstalter, allen Künstlern vor Ort und natürlich auch an alle Demonstranten, die für den Kohleausstieg in Deutschland und den Erhalt des Hambacher Forstes demonstriert haben. Auch wenn der Aufenthalt auf der Demo für mich im Vergleich recht kurz ausgefallen ist, hatte ich wirklich viel Spaß und ich bin anschließend mit gutem Gefühl nach Hause gefahren. Weiter laufen, weiter laufen. Und sind schon die Wälder.